So, heute wieder ein weiteres, ja, Let's Drink Video. Heute wieder mit einem Rockstar, und zwar heute den Rockstar Punch, Food Punch. Ja, die Dose ist auch aus den USA. Ja, Rockstar Punch, Energy Punch, Food Punch with Natural and Artificial Flavors. Ja, haben hier an der Seite Rockstar Energy Punch. Hier drüben haben wir nur nochmal Rockstar. Und Rockstar Energy Drink ist designed for those who lead active lifestyles from athletes to Rockstars. Ja. Die Inhaltsstoffe, ja, kommen wieder auf Instagram. Koffeingehalt. Ich habe, glaube ich, noch nie so eine alte Dose gehabt. Hier unten. Da steht es. Total Koffein from all sources 240 Milligramm pro Dose. Also da ist mal ordentlich was drin. Ne? Ich weiß noch, in sonst, ja, jetzt den letzten Dose, ich glaube in der letzten, da der Ultra Zitron war 152 Milligramm drin. Hier ist anscheinend mal ordentlich was drin. Dann ja auch wieder hier American Made. Das finde ich eigentlich recht schick, da mit dieser Flagge. Sieht ganz cool aus. Ja, ich weiß leider nicht, von wann die Dose ist. Da unten steht auf jeden Fall 2007 Manufactured for Rockstar Inc. Las Vegas. So, deswegen denke ich jetzt einfach mal, die ist von 2007, die Dose. Mit dem Datum hier unten kann ich leider nichts anfangen. Da sind diese amerikanischen Daten. Ja. Wir haben ein schwarzes Top mit einem roten Rockstar-Tab. Und ja, dann würde ich sagen, ja, ist eine schicke Dose. Und das war's dann soweit. Und wir machen jetzt weiter mit dem Let's Drink. So, hab das Ganze jetzt mal eingeschenkt. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob man das auf der Kamera so gut sieht, aber jetzt hier so im Echt sieht das so richtig, also die Farbe von dem sieht einfach so richtig fett aus. Da ist ja halt auch hier dieses Totenkopfglas und das sieht eigentlich irgendwie richtig cool aus. Also die Farbe gefällt mir schon mal richtig. Ja, Fruit Punch, und dann gucken wir jetzt mal Geruch. Also es riecht jetzt nicht so stark, aber ja, wie soll man es nennen? Es riecht fruchtig. Und ja, schmecken tut es auch. Einfach richtig geil. Ja, also es gibt ja jetzt auch noch den Punch da. Ich glaube Tropical Guava oder sowas ist das. Das schmeckt auch ein bisschen so. Nur der hier ist eigentlich, ja, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Auf jeden Fall ist das, würde ich sagen, mit einer der besten Rockstars, den ich jetzt bis jetzt getrunken habe. Ich habe zwar noch nicht viele getrunken. Jetzt so die, ja, die Deutschen habe ich alle getrunken und die Englischen. Aber der ist mal, ja, richtig geil. Ja, weiß gar nicht, was ich jetzt noch sagen soll dazu. Auf jeden Fall richtig heftig. Ja, dann beende ich das Video jetzt mal. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Video.